Hallo, wir sind gerade auf dem Weg zu meiner Schwester nach Brüssel und das wird ein richtiger Roadtrip. Wir haben noch 8 Stunden Fahrt vor uns und ich fahre die erste Strecke bis nach Ingolstadt, wo wir das Ingolstadt Village Outlet besuchen wollen. Und in Salzburg schneit es. Und ja, ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit und vielleicht kann ich euch so einiges zeigen. Also, wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Bis dann. Wir sind da. Tari, tara. Jetzt links abbiegen. Michael Kors als allererstes. Ich war jetzt schon bei Rituals und sogar die WC-Anlage ist doch voll schön. Rituals. Gehen wir zu L'Occitane. Ich war bei L'Occitane und wollte eine Handcreme, aber die verkaufen sie nicht einzeln, also fail. Da ist Rituals. Wenn man billige Georgina und Lucy Taschen sucht, Fossil Outlet, nächstes Ziel. Sigual. Converse. Und ich war gerade bei Bench. Sieht voll schön aus. Und jetzt gehen wir zu der Sigual. Das wunderschöne WC. So, ich wollte unbedingt eine Benchjacke haben, aber die gab es in M, in XL und in XS, aber nicht in S, also habe ich sie nicht gekauft. Abschließender Wunsch. Kinderwunsch. Hm, so schaut es hier aus. Es ist schon alles zu. Von 10 bis 20 Uhr ist es jeden Tag geöffnet. Swarovski. Peak Performance. Echt total schön. Da ich nicht so viel gekauft habe, es schon sehr spät ist und wir jetzt gleich weiter müssen, mache ich einen schnellen Quick Haul, damit ich das Video auch gleich hochladen kann. Und zwar habe ich nur bei Rituals was gekauft. Wir filmen übrigens mit dem iPhone 5 und da habe ich mir so einen Badeschaum, der bei allen YouTubern gehypt ist, gekauft und der hat nur gekostet 5,60 Euro. Ich dachte, das geht mal zum Testen und dann habe ich mir noch so ein Set gekauft um 11,55 Euro. Wenn man 2 Sachen kauft, dann bekommt man eben den Outlet-Preis. Und das ist folgendes Set. Das hat 11,55 Euro gekostet, also insgesamt 17,50 Euro. Und das ist auch dieses Cherry Blossom und Rice Milk. Das hat mir total gut gefallen. Und da ist drinnen eben noch ein Mini-Duschschaum, dann ein Shampoo, eine Creme und ein Body Scrub. Und oben hat sie mir auch mitgegeben. Und zwar einmal noch die Creme, dann die Handcreme und dann nochmal so eine Cremeprobe. Ja, ich muss euch sagen, das Ingolstadt Outlet zahlt sich auf jeden Fall aus anzusehen. Also top. Nur ihr braucht mehr als 2 Stunden Zeit.
Ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Kommentare und bis bald. Tschüss. Ein Quick Overview. Also da fängt es an, da wo es Leuchten anfängt. Ingolstadt Village. Und es geht bis da, wo es Leuchten aufhört. Also recht groß.